Jo Leute, willkommen zurück zum neuen Part von Homefront and Revolution. Unsere Aufgabe ist, geht zum Ort der letzten Übertragung von Riley. Und hier bebt die Erde. Ich weiß nicht, was das ist, aber egal. Wir suchen mal den Riley. 100 Meter entfernt ist er. Gehen mal da hoch, danke. Da ist eine U-Bahn. Ja, so ein Tunnel. Brady, die Pläne müssen irgendwo in diesem Gebäude verborgen sein. Versuch herauszufinden, wo Riley sie versteckt hat. Scharfschütze. Ja, komm, da ist ein Scharfschütze. Kann ich da Molly hochwerfen? Kann ich nicht. Ach du Scheiße, Panzer oder MG-Wagen. Wie ja gesagt. Hier hoch können wir, super. Ich werde anvisiert vom Sniper. Alle viele Leute da stehen. Habt ihr das gesehen? Da waren ja mal so ein paar, ne? Nicht so mal eben zwei, drei Leute. Da waren ja mal eben nur ganz so... Horde, Alter. Aua. Der ist weg. Ist er tot? Ja, ist er. Nachladen. Ich heil mich mal eben. Riley muss das Versteck markiert haben. So. Habe ich die beide auf einmal? Wow. Beide auf einmal. Getötet. Scheint so. Ja. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Wie sieht's mit der Decke aus? Oh mein Gott, ein MG-Bastard. Ich muss vorsichtig sein, ich bin fast tot. Aha, was denn? Vorsichtig sein. Keine Muni mehr. Ich hoffe, der Scharfschütze trifft mich jetzt nicht, weil dann bin ich am Arsch. Weil mein Leben sehen. Na, Kacke, ey. Wir haben. Ich weiß, was ich mache. Ich werfe den jetzt Molly da rein. Hat aber auch nichts gebracht. Hier, friss das. Scheiße, hat auch nie geholfen. Sind sogar zwei, wie man sieht. Ja. Die stehen beide hinten in der Ecke. Kacke. Eieiei, was mache ich da? So, hier rein, das ist schon mal gut. Wo ist der? Hinter uns? So, einen haben wir. Den haben wir auch. Wo ist der andere Scharfschütze? Oder war der das? Hat er nur hinterlaufen? Das kann ja sein, dass er nur hinterlaufen. Hier sind überall. Ne, hier ist er. Haben wir, sehr schön. Da kommt noch einer. Boah, Alter. War der hinter mir? Zum Glück hat er mich nicht gesehen, sonst wäre ich jetzt tot. Ah! Oh, hab ich mich erschrocken? Hab ich mich jetzt erschrocken?
Ha, alles von vorne. Ich sehe gerade, ich habe $10.000, ey. Scheiße, Mann. Ey, bleib stehen. Ja, warum rennen die eigentlich immer weg, ey? Heide, komm mal mit hier. Wir haben Auftrag zu erledigen, also. Lasst euch nicht stören von den anderen Truppen, kommt einfach mit. Hi. Muss auf der Schrotze mal einen Schalldämpfer drauf tun. Weil die ich sonst so schnell erkannt werde. Ist hier irgendwas? Keine Dokumente. Wo sind die denn? Hier, bitteschön. Haben wir. Irgendwo hier müssen aber die Dokumente sein, oder? Hm. Das ist ein Ziegelstein. Ach, das bist du. Ich finde die Pläne des Goliaths. Ja, wo sind die denn? Alle roten Zonen sind Sperrgebiete. Zivilisten ist der Zutritt untersagt. Hm. Wo können die Pläne sein? Geht's noch eine Etage höher eventuell? Achtung, das ist ein Sniper. Und die wird auf uns geschossen. Ich glaube, es geht noch eine Etage höher. Ach, guck mal, wer da ist. Ach du Scheiße, das ist ein Panzer. Ey, Digga, du hast einen Raketenwerfer, also. Wo ist der Sniper, der mich anvisiert? Scheiße. Wenig Munition, da auch nur noch. Fuck. Scheiße, wo sind denn die Unterlagen? Freund oder Feind? Das ist Freund. Du Arschloch. Oh, war das knapp. Ich bin kurz vorm Verrecken wieder. Meter. Hä? Ich backe gerade. Ich gehe gerade rückwärts. Ich mach gar nichts. Meter, 17 Meter. Kann ich hier hoch? Ne, kann ich nicht. 14 Meter. Das heißt, es muss ja hier sein. Hier irgendwo. Ja, aber wo sind denn diese Daten? Hier. Ah, oder? Ne, auch nicht. Ey, Scheiße, wo sind die da? Überall Magazine, aber ich sehe hier keine Daten, Leute. Im Kühlschrank eine Festplatte.
Hä? 15 Meter. Warte mal, hier ist ein X. Meine Güte, da sind sie, da schweben sie in der Luft. Oder? Auch nicht. Hä? Hier ist noch ein X. Alles klar. Streichholzschachtel. Alle roten Zonen sind sperrbar. Hast du gefunden? Da sind sie. Okay, fotografiere die Pläne, damit ich das Foto herunterladen kann. Alles klar. So. Gute Arbeit, Brady. Ich erhalte gerade die Daten der Pläne. Jetzt habe ich zumindest eine Chance. Parrish hat ein Notfalltreffen einberufen. Er will, dass du auch dabei bist. Und jetzt gerade getötet worden. Fuck. Du machst dich besser auf den Weg. Er ist wirklich angepisst. Bis bald. So, unfreiwilliger Freiwilliger. Alle roten Zonen sind Sperrgebiete. Zivilisten ist der Zutritt untersagt. Wer schreit er denn so, ey? Pack über das Gas raus. Ha, guck mal, ich bin da eiskalt drüber gesprungen. Kannst du dich auf den Weg machen und dir die Sache ansehen, Brady? Wir müssen herausfinden, was mit Wiley passiert ist. Ja, bin ich schon auf dem Weg, Madame. Ich kümmere mich darum, keine Sorge. So, hier rein müssen wir. Hallo. Was ist hier los? Ein Problem. Der Goliath wurde sabotiert. Es gibt einen Verräter. War er's? Oder du? Bist angepisst wegen der Klinik. Du arbeitest wohl lieber für die Nords als für uns, hä? Das würdige ich mit keiner Antwort. Ich hole mir die Antwort. Hey Dana, komm schon, lass gut sein. Streiten führt doch zu nichts. Crawford, weißt du irgendwas darüber? Könnte einer von uns übergelaufen sein? So ein Agent wäre bei der Geheimpolizei. Nichts sickert da durch. Du hast uns betrogen. Wer kommt als Nächster? Jack? Scheiße, vielleicht bist du's. Du hattest immer schon deine eigenen Pläne. Schon gut, schon gut. Ich bin zwar kein NSA-Spion, aber wenn einer von uns übergelaufen wäre, wären wir alle tot. Es muss jemand anderes sein. Irgendwer, der nicht so viel weiß wie wir. Wir werden ihn erwischen. Aber jetzt müssen wir uns auf den Job konzentrieren. Also, kriegst du den Goliath hin? Heather und die Ingenieure kümmern sich schon darum, aber er wird nicht rechtzeitig fertig. Vergesst Walker! Fangt mit den Verhören an und findet den Verräter! Nein, nein, nein. Walker hat Priorität. Wie oft muss ich es noch sagen? Wir brauchen ihn! Die Revolution hängt von ihm ab. Also müssen wir uns einen neuen Plan ausdenken. Tja, die Lage ist so wie davor. Die Hall ist immer noch gut gesichert und wir haben keinen Goliath mehr, um reinzukommen. Tja, vielleicht kommen wir durch die Hintertür hinein, keine Ahnung. Wir überraschen sie oder so. Ich hätte da eine Idee. Schieß los. Ich weiß nicht, ist wahrscheinlich unklug. Unklug? Na sowas. Gut, erinnert euch an den Trojanischen Krieg. Die Griechen konnten Trojas Mauer nicht durchbrechen. Darum haben sie ein Holzpferd... Crawford, Geschichte ist nur etwas für alte Leute. Was ist der Plan? Die Behörden sind immer noch hinter Brady her. Sie wollen, dass er vor Gericht als Zeuge aussagt. Ich könnte seine Verhaftung vortäuschen und ihn denen ausliefern. Oh, das ist eine verdammt gute Idee. Dann muss ich nicht einen, sondern zwei Männer retten. Als ob es nicht schon schwer genug wäre. Sie halten Brady in der Hall bis zur Verhandlung fest. Dann holst du ihn aus seiner Zelle raus und er macht mit seinen Talenten den Weg für unser Angriffsteam frei. Ich warte immer noch auf einen Plan. Das da klingt mir nach Selbstmord. Natürlich ist es riskant. Aber hat jemand einen besseren Vorschlag? Aha. Für Brady gäbe es sicher eine nette Belohnung. Je mehr du zu sagen hast, desto nützlicher bist du. Wir sollten es versuchen. Hey, wird der Bürgermeister da sein? Simpson? Ich denke schon. Er verpasst nie so eine Chance. Oh, bin dabei. Brady hat die Eier dazu, also riskieren wir es. Wir müssen schnell sein, falls wir es versuchen. Du bist dabei, ja? Ja.
Du gehst den Weg der Zerstörung, Ethan. Du kehrst besser. Doc Brady weiß genau, was er tut. Wenn wir das schaffen, hält uns nichts auf. Ich schwöre, Brady wird sicher übergeben. Befürchtet von mir keine Fehler. Ja, und wir müssen uns überlegen, wie du aus deiner Zelle kommst, wenn du dort bist. Keine Sorge, wir lassen dich nicht hängen, Brady. Du bist uns viel zu wichtig. Und ich schätze, was du da tust. Dazu braucht man Mut. Okay, geh mit Crawford. Wir sehen uns bei der Independence Hall. Okay, es gibt also einen Verräter hier unter uns. Ist er etwa doch der Verräter? Ist er es? Aber kann ich mir nicht vorstellen, weil er wieder das als Trick benutzen. Also ich glaube nicht, dass er der Verräter ist. Wacht auf! Terroristenabschaum! Jetzt wirst du bezahlen! Hey, wir werden gebraucht. Kommt schon! Hier werde ich nur den Arsch aufreißen, koreanischer Spacken. Ah, alles klar, da ist ein Smartphone. Auf zur Rettung, neue Mission. Brady, hier spricht Crawford. Das mit deinem Kopf tut mir leid, aber alles hat perfekt funktioniert. Du bist jetzt in der Independence Hall. Ich schick dir ein Upgrade für deine Schlüsselkarte, damit du deine Zelle öffnen kannst. Okay. So, wir haben jetzt nur ein Messer. Lass dich nicht entdecken und öffne das Grenztor. Paris' Angriffsteam ist fast da. Ich helfe ihnen dabei, den Patrouillen auszuweichen. Wir haben nur ein Messer. Och, du Scheiße. Independence Hall. Wir sind fast in Position. Dachte nicht, dass das so einfach werden würde. Das wird funktionieren, ich spüre es. Kann ich eine Waffe aufheben? Nein. Ich kann die Kameras mit meinem Sicherheitszugriff deaktivieren, aber meine Tarnung wird aufliegen. Meine Karriere als Spion ist vorbei. Ich glaube nicht, dass ich sie vermissen werde. Oben ist einer. Geh durch. Benötigt Bolzenschneider. Wo habe ich denn so einen Bolzenschneider? Ach du Scheiße. Wo krieg ich denn den Bolzenschneider? Ah, ist das hier ein Bolzenschneider? Der nächste Kontrollpunkt ist gleich da vorn. Alle ruhig bleiben. Haben wir. Angriffsteam aufgepasst, hier spricht Aufklärer 2. Ein Fahrzeug durchquert euren Kontrollpunkt. Scheiße. Versteckt euch. Ich kümmere mich darum. Spähen tun wir nicht. Ach du Scheiße. Schnell mal eben in Deckung gehen.
So, jetzt selber abgeschaltet. Okay, Brady, wir sind im Kontrollpunkt. Öffne das innere Tor. Okay, hier. Ich hacke es für euch. Gute Arbeit, Ethan. Kommt schon, Leute. Bewegung. Rücke auf. Der Hof ist sauber. Du hast es geschafft. Gute Arbeit. Kommt schon. Leute, los, los. Krieg ich auch eine Waffe? Hol dir eine Waffe vom Parrish zurück. Mach ich. Sie haben uns nicht bemerkt. Wir haben den Überraschungseffekt auf unserer Seite, wenn wir durchbrechen. Mehr könnte man nicht verlangen. So, guck mal, auf einmal habe ich einen Schalldämpfer auf der Waffe drauf und die ist Gold. Ha. Alle Personen, die an der Verhandlung teilnehmen, müssen einer Vollsicherheitskontrolle unterzogen werden. Und ganz krank. Ich kann gar nichts machen. Rüber zum Tor. Los, los, los. Los. So, da sind wir. Ihr Wichser. Aufrücken. Wo ist die verdammte Verhandlung? Check die Tür. Das ist eine Falle? Ist verschlossen. Man hat uns verarscht. Ja, eine Falle. Woher haben Sie das gewusst? Das ist eine Nachricht für die Terroristengruppe. Crawford hat uns verraten. Oh, Scheiße. Wenn ihr am Leben bleiben wollt, werft eure Waffen weg und ergebt. Wir müssen hier raus! Und nun zu eurer Verteilt Gehen. Euch! Überprüft die Ausgänge, es muss einen Ausweg geben! Reyes, versucht bei den Stufen! Komm schon, los jetzt! Nein, nein! Nicht Walker, nein! Scheiße! Haben. Verdammter Verräter! Wie ich euch persönlich eingebläut habe, unsere KVA-Erlöser hierher kam. Es ist vorbei. Und so geht es eine ganze Weile weiter. Das war's mit eurer kleinen Revolution. Es ist vorbei. Und Dana, als du da bist. Leider hat man uns unser Wiedersehen verwehrt. Aber zumindest werden wir immer Riverside haben. Arschloch. Dana. Lass mich in Ruhe! Halt deine Fresse! Halt deine verdammte Fresse! Setzt eure Masken auf! Hör mal, wir sitzen hier in der Klemme. Wir brauchen sofort Hilfe. Parrish, ich konnte den Goliath reparieren. Wir sind auf dem Weg. Komm schon, die Tür! Okay. Wir müssen raus. Hilfe beim Hochheben. Los! Los! Ja, komm! Los! 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 Alle aufrücken! Los, los, los! Okay, geht. Jetzt wird's spannend. Oh oh, Luftschiff. Achtung, links! Heathers ist fast da, nur noch einen Augenblick. Auf, Wolverine, London Hack. Schaltet die Drohnen aus! Mann am Boden! Bleibt in Deckung, wir müssen die Stellung halten. Alles klar, mach ich. Ich versuch's zumindest. Schon, haltet sie zurück. In Deckung! Los, los, wir halten die Stellung! Entschieden, wir das scheiß Luftschiff. Umlaufe mal. Ich sitze hier fest. Du Arsch, schüttest mich nicht, Alter. Aua, du scheiß Drohnenfahrzeug. Rechts, Cover! Wo zur Hölle seid ihr? Wir halten nicht mehr lange durch. Jack, wir nähern uns der Hall. Stoßen wir doch auf. Mach das Ding auf. Wir haben es bald geschafft, versprochen. Bleibt einfach am Heil dich. Scheiße, kommt schon! Haltet sie zurück! Schaltet diese Heavys aus! Sie dürfen uns nicht zu nahe kommen! Mich kriegst du nicht! Alter, kann ich mal laufen? Danke! Jack, ich hab's geschafft! Ich schicke jetzt den Goliath hinein! Sobald der Weg frei ist, bringe ich den Truck und sie verschwindet von dort! Weg mit dir! Bei dir ist weg! Weg mit euch da! Ah, da ist der Goliath. Wir kommen hier raus. Ich kann's nicht glauben.
Unser Goliath ist da. Dieses scheiß Luftschiff da oben. Noch was? Die Luft ist rein. Nee. Never, du bist die erstaunlichste Frau auf der ganzen verdammten Welt. Komm schon, gehen wir. Oh Mist. Die Geschütze reagieren nicht mehr. Ich hatte keine Zeit, sie genau zu testen. Achtung, Feinde! Wo denn? Aua! Ich schieße! Zum Truck! Weg mit dir! Schnell zum Truck. Alter. Ich hab sie gehört. Lass sie ab. Wie geht es dir? Komm schon. Komm schon, Heather. Komm schon. Scheiße, Heather! Das war nicht so gut. Das war ganz und gar nicht gut. Och Mann. Schade, dass sie tot ist. War echt eine gute. Naja. Schade. Die Heather. Guter Gott. Es war eine Falle? Eine Scheißkatastrophe. Verdammter Simpson. Verfickter kleiner Wichser. Ihr zwei kennt euch, das hättest du mir sagen müssen, verdammt. Fick dich doch. Hört auf. Was jetzt? Walker ist weg, Heather ist tot und der Goliath ist hinüber. Wir sind am Arsch. Vielleicht kannst du ihn retten. Ach, der ist erledigt, Mann. Die haben ihn gebrochen. Er sagt, jedermann soll auf die Norks hören und brav sein. Das war's. Wisst ihr, was ich sage? Ich sag, tötet alle. Jeden lausigen Collaborator, jeden Norg, ihre Frauen, ihre Kinder. Einfach alle. Das ist nur töten, um zu töten. Rache macht uns nicht frei. Wir nehmen keine Rücksicht. Da gibt's keine Wahl. Lieber ein guter Mensch und versklavt, als solch ein Monster im Namen der Freiheit. Oh, Doc, spar dir deine Scheißsprüche. Wir brauchen einen Plan. Wer noch was zu erzählen hat, sagt besser etwas Konstruktives. Parrish, du musst hier verschwinden. Wir haben Nachricht von Norg-Angriffen in der ganzen Stadt. Ach, Herrgott, nochmal, hört diese Scheiße denn nie auf? Die wollen uns vernichten. Ein für alle Mal. Ich stelle dir Teams aus Ärzten. Teil sie da ein, wo du sie brauchst. Die Revolution ist vorbei. Jetzt geht es nur noch um unseren Stolz. Die Norks haben uns fast alles genommen, aber den bekommen sie nicht. Na los, wenn das das Ende ist, gehen wir kämpfend unter. Rimmer, wo sollen wir hin? Oh. Parrish, die Norks sind wahnsinnig. Sie greifen uns überall an. Das muss schon seit Monaten geplant gewesen sein. Jede Zelle meldet Verluste. Okay, ich, Dana und Brady gehen raus und sehen uns um. Brady, du übernimmst Lombard. Dana, Holloway und ich, Amtree. Legen wir los. Okay. Wir sind bei dir, Parrish. Kommt schon, Leute. Ja, Leute, ich beende an dieser Stelle hier den Part. Unsere Leute brauchen Hilfe. Wenn euch der Part bis hierhin gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Schreibt Feedback in die Kommentare, wie euch der Part gefallen hat. Dann sehen wir uns bei der nächsten Folge von Homefront Revolution. Ich bin raus. Peace.